Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Pet Simulator X. Und ihr seht es, das Weihnachtsevent ist da. Wenn ihr das Video seht, ist das Weihnachtsevent noch nicht ganz da. Wenn ihr das Video hier seht, dann wird das Weihnachtsevent wahrscheinlich heute gegen 18 Uhr rauskommen. Das hier ist nämlich ein Spiel, in dem einfach die bisher bekannten Weihnachts-Update-Leaks zusammengetragen wurden. Und da dann gezeigt wurde, so wird das Update ungefähr aussehen. Und ja, im Update wird es eine neue Währung geben. Die seht ihr hier unten. Das sind wahrscheinlich so Lebkuchentatzen oder einfach Lebkuchen, was auch immer. Mit denen kann man sich dann wahrscheinlich die neuen Christmas-Pets holen. Dementsprechend wird das wahrscheinlich genauso wie das Halloween-Event. Es wird eine gesonderte Region geben, in der man dann die Christmas Pets hatchen kann. Ähnlich wie bei dem Halloween-Event. Vielleicht bedeutet das dann auch, dass es tatsächlich noch keine neue Region in der Tech World geben wird. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich gehe hier mal zum Christmas-Event. Vielleicht klappt das ja. Aber nein, das klappt leider nicht. Schade, dass er da nichts hinzugefügt hat. Aber seht euch das mal an. Preston hat ja auch schon ein paar Bilder gepostet, wie die Weihnachtswelt in Pet Simulator X dann aussehen wird. Halt verschneit. Hier steht eine Statue von LCLC. Und Rank Rewards werde ich niemals bekommen. Das ist so schade. Ich wünschte, ich würde Rank Rewards bekommen. Und ich sehe gerade da oben, dort wo eigentlich das Dominus Egg stehen sollte, dort steht drüber Leaks. Die Leaks, die schauen wir uns natürlich an. Da bin ich gespannt, was es denn hier so für Leaks geben wird. Das ist meine wunderschöne Höhle. Hier sehen wir ein paar Leaks. Genau, das sind tatsächlich dann wirklich Leaks. So ungefähr werden die Pets dann aussehen. In Gold, in Normal. Halt ganz normale Weihnachtspets. Katze, Dog und Dragon. Agonies mit Weihnachtsmützen wurden auch geleakt. Dann so eine Zuckerstangen-Pets, Lebkuchen-Pets und auch Rentiere. Das wurde bisher geleakt, davon die normalen und die goldenen Versionen. Ey, echt schön, dass der das hier eingefügt hat, da muss ich das gar nicht im Video einblenden. Dann sehen wir hier schon die Models von den Eggs, die kommen werden. Hier so ein normales Egg mit einer Weihnachtsmütze drauf, so ein Weihnachtsbaum-Egg, so ein Geschenk-Egg und dann auch so ein Lebkuchen-Egg. More soon. Here's what the huge Santa Cat will look like. Ja, maybe wird die huge Santa Cat so aussehen, wenn es dann eine huge Santa Cat geben wird. Hier gibt es noch weitere Leaks. Oh, das Bild habe ich selbst noch gar nicht gesehen, aber ich bin sowieso gar nicht so dahinterher, mir die Leaks anzugucken. Das ist ja eher Roblox Victor immer im Game. Was sehen wir hier? So eine Maus, die Keksen nascht. Dann so eine Eiszapfen-Maus, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall ganz nette Pets. Und hier ist auch so ein Schlitten zu sehen. Die Frage ist, wird dieser Schlitten jetzt einfach nur Deko sein oder wird er das Hoverboard ersetzen? Ich glaube irgendwie nicht, dass er das Hoverboard ersetzen wird, aber wäre vielleicht auch mal ganz cool, weil es wurden ja schon vor langem Leaks veröffentlicht von anderen Hoverboard-Designs, die bisher immer noch nicht rausgekommen sind. Wir klicken mal hier unten auf Important. Ja, und da steht nochmal, dass Gingerbread real ist und auch im Spiel sein wird. Und der Rest hier ist einfach nur ein Konzept, wie das Update aussehen könnte. Und ich finde, das ist auch schon ganz schön nah dran. Ich meine, die Skybox wurde inzwischen auch schon geleakt. Da steht hier New Updates. Also Updates dann zu diesem Spiel. Diese ganzen Sachen hier werden natürlich nicht funktionieren. Schade, aber naja, es ist ja auch nur so ein Leak-Spiel. Oh, ich kann mich sogar teleportieren. Der hat sich die Mühe gemacht, Teleports hinzuzufügen. Oh mein Gott. Ah, dieser Boden gefällt mir nicht so sehr. Aber ja, was will man machen, wenn bei so eingeschneiten Sachen? Vor allem, was ich mich auch gefragt habe, wie wird der Glacier aussehen? Der ja sowieso schon verschneit ist und wie es aussieht, wird er... Also bei diesem Leak hier, beziehungsweise bei diesem Konzept hier, sieht der Glacier einfach ganz normal aus. So wie er immer aussah. Naja, auch ganz gut. Ich klicke jetzt mal hier rauf. Und wir können uns zum Trading Plaza TP'en. Cool. So, dann sind wir ja auch schon beim Trading Plaza. Auch verschneit, so wie man ihn halt kennt. Oben wunderschöne Leaks. Top Players Worldwide. Das sind ziemlich viele Leute drauf dafür, dass das einfach nur ausgedacht sein sollte, theoretisch. Oder er hat tatsächlich einfach das Actual Leaderboard übernommen. Das kann natürlich auch sein. So, Pets fusen und so geht natürlich nicht. Oh mein Gott, Rank Rewards gehen hier auch nicht. Wer hätte es gedacht? Ich will sie trotzdem einsammeln. Ja! Yeah! Und das hier wird das erste Mal für mich sein, dass ich auch in die VIP-Area kann, obwohl ich mir den VIP-Game Pass nie geholt habe. Oh mein Gott, die VIP-Area sieht mit diesem Schnee ja richtig billig aus. Also, sieht ja halt wirklich richtig billig aus. Und auch die VIP-Gifts kann man hier nicht redeemen. Wir teleportieren uns mal in die Tech-World. Da bin ich auch gespannt, was die aus der Tech-World dann gemacht haben. Mal so bei Nacht würde das bestimmt auch... Oh ja, bei Nacht sieht das richtig schön aus. Das sieht doch schon viel weihnachtlicher aus. So dunkler Himmel, weißer Boden... Das gefällt mir. Und hier kann ich... Oh, hier kann ich mich Tech City... Alien Forest. Ich kann mich bis zum Alien Forest TP'en. Fragezeichen, Fragezeichen. Geht hier nicht. Okay. Auf jeden Fall ganz hübsch. Dann gucken wir mal, was er noch gemacht hat. Back to Lobby. Fantasy World gibt's noch. Soon, soon und soon. Also ein Konzept für die Weihnachtswelt. Die Eventwelt ist noch nicht rausgekommen. Wir wissen ja auch noch nicht hundertprozentig, ob es eine Eventwelt geben wird. Oder ob es doch wirklich eine Erweiterung geben wird zur normalen Welt. Jetzt habe ich auf einmal minus 999 Gems. Ich hatte mal mehr. Naja. Also, use Shift to run. Ich wurde verarscht. Shift zum Rennen funktioniert nicht. Vielleicht der Shift? Nee. Er sagte, use Shift to run. Es funktioniert nicht. Nein.
Ah, Teleport funktioniert hier aber tatsächlich ein bisschen. Oh, hier sind sogar Eiszapfen dran. Dass er sich die Mühe gemacht hat, hier Eiszapfen dran zu machen, ob Preston sich die Mühe machen wird, hier einfach in der Fantasy World solche Sachen noch zu überarbeiten, das bezweifle ich ein bisschen. Aber ist ja auch ganz schön. Was ich ja immer gucken möchte, hier unten links steht Developers. Ah, da kann man dann die Developers sehen. Na gut, und das wär's dann auch erstmal. Das Update kommt, wie gesagt, heute um 18 Uhr raus. Wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann sucht einfach nach Pet Simulator, Winter Update, Early Update oder sowas. Ich weiß nicht genau, wie dieses Spiel heißt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Das war's und ciao!